Viele Jahre lang habe ich in Kanada mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen gearbeitet und setze mich leidenschaftlich dafür ein, dass diese Menschen die Chance haben, ein möglichst normales Leben zu führen. Bei der Lebenshilfe-Tour geht es für mich darum, Musik zu Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu bringen. Diese Menschen fühlen sich oft weniger wohl und weniger in der Lage, Live-Musik-Shows zu besuchen. Auf der Lebenshilfe-Tour können diese Menschen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um zur Show zu kommen und dort zu entspannen und eine gute Zeit zu haben. Ich bin Morgan Finley und ich und der Ole sind auf der Lebenshilfe-Tour 2023. Wir fahren von Stadt zu Stadt. Durch eine absolut hervorragende, super coole, energetische, menschliche Lebenshilfe-Tour durch die ganze Deutschland. Es macht einen mega Spaß und ich spiele Shows für verschiedene Werkstätten und Jubiläums- und Sommerfeste, in Wohnheimen, in Cafés, verschiedene Veranstaltungsorten in Deutschland. 13 verschiedene Stellen. Für die Lebenshilfe, eine Organisation, von wem ich bin richtig großer Fan. Bei uns in Stralsunder Werkstätten Morgan Finley, kanadischer Singer-Songwriter. Grüße an alle. Hey, wie geht's euch? Cool, es ist, andere gute Menschen in unserem Leben zu haben, ne? Oder? Wie hier im Stralsunder Werkstatt, ne? Ich habe so viele gute Menschen kennengelernt, als ich hier bin. So viele gute Menschen hier. Ich war auf einer Fahrradtour, der Goodwin's Bike Tour in 2016. Und habe ich die ganze Weg von Basel nach Freiburg mit einem Fahrrad gefahren und ja, am Ende des Tour, als ich erreichen habe in Flensburg, nach 26 Tagen, habe ich den Fahrrad verkauft und der Geld gespendet zum Lebenshilfe, der Lebenshilfe Kinzig und Elstal. Und genau, ab diesem Moment ist eine ganz enge Freundschaft angefangen. Killer had been standing, my baby looked at me. 2017 haben die mir gefragt, ob ich könnte einen Song schreiben und dann habe ich den Song Das Herz in mir aufgenommen mit der Chor von der Lebenshilfe Kinzig und Elstal. Das ist ein bisschen eine Tradition gewesen, dass ich singe das als letzte Song von der Lebenshilfe-Tour auftritte. Meine Verbindung mit der Lebenshilfe verbreitet sich ja, mit jeder Tour und es macht mir eine super große Freude, weil ja, ich glaube ganz fest in der Arbeit, was die Lebenshilfe macht.
Ich bin schon so lange auf Tour, dass die Straße mein zweites Zuhause geworden ist. Am Anfang meiner Karriere, vor über 20 Jahren, tourte ich durch die Colleges und Universitäten von Ontario und Quebec. Aber natürlich spielte ich auch viel in Clubs und Bars von Toronto und Montreal. Doch 2004 hörte ein Promoter aus Bayern namens Michael Schur einen Song von mir auf einer Compilation-CD und hat mich zu einer Solo-Akustik-Tour durch Deutschland und Österreich eingeladen. Und der Rest ist Geschichte. She was a miracle to see. She loved me, she loved me. When it rained down a Yukon Street, she loved me, she loved me. She had a measure of soul to really see. And a heart that understood the everything about me. Morgen, Finley. Bis jetzt. That's as heavy as a stone. But these times when all the trouble can make you grateful just to be alone. Ich habe 20 Jahre lang als Sozialarbeiter gearbeitet. Zuerst mit Kindern und danach mit Senioren und auf der Telefonseelsorge. Ich habe viele Jahre lang Menschen mit besonderen Bedürfnissen unterstützt. Und schließlich mit Obdachlosen und Menschen mit Suchtproblemen gearbeitet. Meine musikalische Geschichte ist aber viel länger. Ich mache seit fast 45 Jahren Musik. Angefangen habe ich mit der Geige zu spielen und dann in der Chor zu singen. Tragic comedy called life. And for the hand-me-downs and hand grenades that taught me how to fight. 'Cause I learned to find the happiness when it's hard to find the light alone. Shame of slipping into a deeper patch of blue. It's just the darker part of it. Sometimes we better face alone. Ich freue mich, Sie und euch alle heute hier begrüßen zu können an diesem ganz besonderen Abend. Wir freuen uns total, dass du hier bist morgen, und wir freuen uns auf das Konzert und auf die Musik, die du für uns machen wirst. Seit ich das erste Mal für die Lebenshilfe aufgetreten bin, wollte ich quer durch Deutschland reisen, um auf deren tolle Arbeit aufmerksam zu machen. Dieses Jahr hatte ich endlich die Chance dazu.
Im Norden gibt es Fischbrötchen, im Süden gibt es Berge und Sonnenschein. Im Westen und im Osten gibt es lange offene Felder und coole Städte. Aber alles in allem, von einer Ecke bis zum anderen in Deutschland, habe ich wunderbare Menschen kennengelernt. Finlay ist ein absoluter Inklusionsaktivist und hat ein absolutes Herz und ein Gespür für alles, was Hilfe und Zuneigung braucht. Ich treffe die Menschen gerne auf einer gleichberechtigten, menschlichen Ebene. Wenn ich immer in Kontakt mit meiner Menschlichkeit bleibe und versuche, bescheiden zu leben, fällt es mir leichter, einen kühlen Kopf zu bewahren, auf der Bühne und auch in der Öffentlichkeit. Was den Kontakt zu den Menschen angeht, so habe ich für mich herausgefunden, dass das Geheimnis darin besteht, im Moment zu leben und nicht nur präsent zu sein, wenn du eine Frage stellst, sondern auch, wenn du die Antwort hörst. In meiner Zeit als Sozialarbeiter habe ich gelernt, wirklich zuzuhören. Bis heute halte ich das für die wertvollste Fähigkeit, die ich habe. Ja, die Lebenshilfe-Tour ist angefangen in Lörrach und heute sind wir hier in Brücksal. Es ist mega, mega schön. Die Stimmung von der ganzen Lebenshilfe-Tour ist wirklich einfach super großartig, also wirklich super positive, ganz viel Energie, also wirklich super coole Mensch überall. Ja, das ist mir einfach super wichtig, dass ihre Arbeit ist irgendwie geteilt, so dass alle wissen, was die machen zum Unterstützen, die Leute mit Behinderung über ganz Deutschland. Also ich bin wahrscheinlich einer der größten Fans. Ich weiß schon, dass viele Menschen, die haben so irgendwie ein bisschen Angst, zum Konzert zu gehen. Und ja, bei der Lebenshilfe-Tour, bei den Konzerten ist alles wirklich locker und alles fühlen sich frei irgendwie. Und ja, es gibt nicht diese Druck für manche Leute, rauszugehen ins Publikum und da, wo die fühlen sich nicht so wohl. If the world could be an open book, my life would be a word, a nice word if you use it gently. And now you see me as I am, going through another phase. You're right there reading over my shoulder. Yeah. Fortune has its way of repaying. The love you give comes back to you in a way that is far beyond words. Vielen Dank für eure tägliche Arbeit und ihr habt euch diese Feier wirklich verdient. Viel Spaß im Boxen, morgen, viel Spaß. Never been so much a stake. How to change the tune. Unsere Träume sind wichtig, ne? Wie viele hier haben Träume? Also ich habe so viele Träume, ich habe die Arme genug. Ich habe einen Traum für jede meiner Finger. Unlike shiny things. Tired of just being happy I'm alive. Ich möchte euch bitten einen Riesenapplaus
für der Martin, der Niki und der Sascha, die haben das alles arrangiert. Herzlichen Dank euch allen. Yes, Kinder! Schöne Sommerzeit, ey! Wir sehen uns beim Poster-Team! Lebenshilfe Breisgau, und danke für den super coolen Schluss von meiner Lebenshilfe-Tour. Ihr seid lieb. Vielen Dank. Alles gut. Wir sehen uns am Postertisch. Quiet, pull a wine, homely, scent a pine when this long road ends. Read those books of mine, dusty and divine, lovers, foes or friends. Die Lebenshilfe-Tour war ein unvergessliches Erlebnis. 13 Shows in 13 verschiedenen Städten, über 5000 Kilometer in 2 Wochen. Jeder Schritt auf dem Weg war inspirierend. Jeder Halt war anders. Bei jedem Besuch war es so schön zu sehen, wie viel Freude ich mit meinen Liedern auf der Lebenshilfe-Tour verbreiten konnte. Die positive Stimmung war wirklich überall zu spüren. Ich fühle mich unglaublich dankbar und glücklich, ein Freund der Lebenshilfe zu sein und ihre Arbeit mit meinen Liedern unterstützen zu dürfen. Always feeling heard, melodies and words, lovers, foes or friends, when this long road ends. Sometimes life can be so hard to understand.